Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Startup Company. Ja, ich habe einen neuen Mod hinzugefügt. Und zwar High Production 1000%. Ich habe auch gerade nachgeguckt. Soweit funktioniert er. Ich bin mir nicht sicher, ob der uns das bringt. Es gibt keinen, womit er einfach eine Geschwindigkeit erhöht oder hier oben die 10 Zeit Dings hier weiter erhöht. Der macht hier oben Geschwindigkeit 1000%. Das heißt, das Ding ist bei 3,9 insgesamt Produktivität. Problem ist, ich glaube, dass wir auch Leute haben, also vorher schon Leute hatten, die wesentlich höhere Prozentzahlen haben. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt uns was bringt oder nicht, aber wir werden das diese Folge testen. Ich werde auch gleich starten und dann sehen wir, ob das wirklich alles schneller geht oder nicht. Weil ich glaube, wir haben Leute mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit gehabt. Aber gut, wir lassen mal laufen. Ah, okay, nein, also das ist doch wesentlich schneller. Also, wir sehen, das geht wesentlich schneller. Und ganz ehrlich, das ist für mich jetzt kein Cheaten richtig. Also klar, es ist schon Cheaten, vor allem, wenn man es im Early macht und sowas. Aber wir haben uns jetzt so krass durchgekämpft, dass wir eigentlich so weit sind, dass wir wirklich warten, bis unsere Seiten fertig werden. Und damit beschleunigen wir einfach das nur. Das sieht ja super lustig aus. Gut. Geschwindigkeit funktioniert auf jeden Fall. Das freut mich. Und ja, es gibt zum Beispiel auch einen Mod, wo du einstellen kannst, dass die Leute niemals schlafen. Also, nein, nicht niemals schlafen, aber niemals in Urlaub müssen. Das finde ich ein bisschen krass. Das ist Cheaten für mich auf jeden Fall. Weil wenn die Leute niemals in Urlaub müssen. Weiß nicht, das gehört ja irgendwie dazu dem Spiel, weil das wurde ja auch eingestellt, sowas, ne? Warum, ja. Das finde ich auf jeden Fall cheaten. Und weil es gibt halt auch so eine Sache, dass Leute, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Leute, die du einstellst, die einfach keine Kosten haben. Und das ist super hardcore cheaten. Wenn du überlegst, wir haben hier oben das alles, hier oben, nicht mehr als Kosten. Das ist halt RIP. Das ist halt super RIP. Dadurch haben wir, keine Ahnung, damit wir am Tag eine Million oder sowas scheffeln. Na gut, das ist natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Also, man wird da so viel Geld mitmachen, das ist halt super krass. Also, ja. Das finde ich ein bisschen sehr hart, sowas, ne? Also, ja. So, die Quality wird auf jeden Fall hier noch weiter verbessert. Große Problem ist, wir haben davon zu wenig Module, ne? Wenn ich das richtig sehe, ne? Nee, 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 noch mehr, nee, hä, Tom, hä, willst du noch mehr, nee, fang, ne? Aber gut, okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir dafür wirklich noch mehr irgendwie herstellen müssen oder so. Weil die machen die Backup-Module. Und ja, wir machen halt Plus an den Backup-Modulen. Weil wir bräuchten halt ein bisschen mehr Plus. Das ist halt cool. Und ich glaube, es gibt sogar Mods, wo du doppelt so viele Leute und so, also Unlimited Work oder irgendwie sowas haben kannst. Das heißt, kannst du unendlich von diesen Leuten hier haben. An sich nicht schlecht. Aber wenn du hier alles voll klatscht, erstens sieht das super kacke aus. Ich finde das ja schon grenzwertig hier so. Aber wenn du hier alles voll klatscht, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen übertrieben. Muss nicht unbedingt sein. Also irgendwo soll das Spiel ja auch schon realistischer bleiben. Was wir jetzt machen, ist einfach nur, dass die Zeit vorspulen im Endeffekt. Wir haben jetzt wirklich eigentlich nur Mods, also drauf, nicht unbedingt, aber wir benutzen halt nur Mods, womit wir die Zeit schneller voranlaufen lassen und das automatisch voranläuft. Weil wir haben drin, dass die Leute automatisch in Urlaub gehen, dass wir uns darum nicht kümmern müssen und dass wir automatisch einen Tag überspringen und halt jetzt, dass die schneller arbeiten. Ist einfach nur so, dass die Zeit schneller voranläuft. Für mich in diesem Stadium, wo wir jetzt sind, einfach kein Cheaten. Weil sonst wäre es halt einfach, ich müsste halt keine Ahnung, wie viel Zeitraffer machen. Und dann, ja, die nächsten 10 Parts oder sowas nur noch Zeitraffer, wo ich einfach eine halbe Stunde so aufnehme und das in Zeitraffer packe. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und so läuft relativ schnell. Wir können immer irgendwelche Sachen noch machen und sowas. Also alles super tutti. Warum hast du gerade kurz gemeckert? Ja gut, die brauchen wir halt echt krass, ne? Ja, gut, ne?
Ja, okay. So, wir lassen die gleich mal auslaufen, dass wir dann hier Effizienz machen können. Oh, ich hoffe, ich habe mich gerade schnell genug gemutet, bevor ihr das niesen hört. Oh. Gut, ich wollte hier auf jeden Fall noch auf 100% hoch. Ihr seht, wie relativ angenehm schnell das geht. Das geht einen schönen Takt hoch, jetzt nicht übertrieben, aber einen schönen Takt. Und ich muss kurz die Nase putzen. Ich mute mich kurz und ihr könnt mal zugucken, wie schön das hier weiter hochläuft. Boah, jetzt muss ich sogar tränen, Alter. Ich hasse das, wenn ich Nase putze und dann meine Augen ein bisschen anfangen zu tränen. Das finde ich ätzend. Passiert nicht oft, aber ab und zu mal und das reicht mir schon. Das ist super nervig. Und nein, ich habe nicht vor, krank zu werden. Also ich selber möchte nicht krank werden, weil ich lieber gesund sein möchte und auch Videos aufnehmen will. Aber ja, man steckt ja leider nie so drin. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, wir cheaten ja in dem Sinne auch nicht wirklich, weil... Wir, klar, das ist Cheaten, gebe ich zu, weil das ist, wir modifizieren das normale Standardspiel. Ist klar, ist Cheaten, weil wir machen es uns in Anführungsstrichen einfacher. Im Endeffekt lassen wir aber den Zeitschalter laufen. Ja, aber wir cheaten ja in dem Sinne nicht, dass wir sagen, es gibt nämlich Cheats, die halt richtig krass übertrieben sind, beziehungsweise Mods. Es gibt halt Mods mit Unlimited Worker, Unlimited Money und sowas, denke ich mir auch so, geil. Warum möchte ich das Spiel spielen, wenn ich Unlimited Money habe? Ich meine, gut, wenn ich jetzt sage, hier, ich will privat für mich herausfinden, was ist, wie man am besten hier die Sachen upgradet und sowas. Oder wie man am besten so eine Seite pusht und so ein Scheiß. Ist das okay, dann verstehe ich das. Dann macht man Unlimited Worker, Unlimited Money und alles Unlimited einfach. Verstehe ich das, weil dann kann man das ausprobieren. Und wenn man dann sagt, ja gut, ich weiß jetzt, wie das geht, ich starte einen normalen Spielstand ohne Mods. Ohne dass ich diese Cheater-Mods drin habe, dann ist okay so. Aber was bringt mir das, wenn ich einen Spielstand starte, alles Unlimited habe und dann sozusagen das Spiel durchspiele? Also, ich weiß nicht, für mich ergibt es ja keinen Sinn. Weil, das ist halt der Spielspaß, für mich persönlich wäre der Spielspaß dann ja einfach weg. Weil du, nichts mehr machen musst. Es ist halt einfach nur so, okay, ich habe alles und, gut, dann kaufe ich mir einfach mal das letzte Büro, setz alle Leute rein, stell die in etwa richtig ein, wobei ich halt Unlimited Leute habe, das heißt, ich kann so viele, wie ich will, einstellen. Stell alles ein, weil das ist halt auch so eine Sache. Wenn ich sage, okay, ich habe Unlimited Money, ich will mir das letzte Gebäude holen, weil ich da momentan bei meinem Endspielstand bin und habe nicht so viel Geld über, um was zu testen, dann teste ich das mit Unlimited Money, mit in meinem neuen Spielstand, teste so, okay, wie stelle ich die Leute am besten ein, dass ich so und so die Produktion am Laufen lassen kann und sowas. Ja, dann ist es vollkommen okay, finde ich. Weil du dann einfach nur guckst, wie es am besten funktioniert. So, und dann gehst du mit meinem Spielstand, spielst du ganz normal, ohne dass du cheatest. Ist okay. Aber ansonsten, ich weiß nicht, fehlt doch irgendwo der Spielspaß, oder? Also rein theoretisch, würde ich sagen. Ja, wir machen hier erstmal Quality hoch, ey. Das ist ja... Da brauchen wir halt echt so viel dafür, ne? Weil ich eigentlich darauf stehen lassen sollte. Ich habe übrigens auch gesehen, es gibt einen, der die Leute ab 45%, glaube ich, schon in Urlaub schickt, was vielleicht nicht schlecht wäre. Na gut, hier ist halt auch so, wir brauchen halt ohne Ende von den Zahnrädern. Das ist halt so die Sache, wir brauchen halt ohne Ende von den Dingern, um die Seiten zu pushen. Und das wäre halt einfach nur Zeit, die gefressen wird. Das wäre halt einfach nur super viel Zeit, die da gefressen wird. Und deswegen lasse ich sie auch so laufen, wie es jetzt ist. Allein das würde mich interessieren, wenn wir hier auf die Maximalanzahl kommen, was wir da an Ressourcen brauchen, um das da reinzupowern. Oder allgemein Effizienz, wenn wir so bei 199 sind, den 200% Effizienz zu machen, was das kostet. Wir haben allein jetzt schon, dass wir von allen Minimum 100 haben und von den, also, ne, von den Lilanen fast 100 und von den anderen beiden fast 200 jeweils. Also das ist schon... insane viel. Richtig krass viel.
Aber gut, ich sehe gerade, wir haben wieder ein bisschen Money und sind bald Stufe 14, was Stufe 19, was halt auch nichts bringt. Das ist halt auch so die Sache. Wir pushen natürlich Geschwindigkeit, dadurch wird das wahrscheinlich auch gepusht. Hm, ist okay. Aber uns bringt das halt auch nichts mehr. Wir sind halt ab einem Bereich, wo wir keine so neuen Sachen freischalten. Deswegen sind wir jetzt einfach nur noch dabei, dass wir in Anführungsstrichen die Zeit totschlagen und versuchen natürlich hier so ein bisschen was zu bekommen. Hier, Stufe 19 und bringt uns nichts. Narda. Kriegt ja nicht mal einen Geldbonus dafür, ne? Das ist halt. Bringt uns halt einfach nichts mehr. Und ja, deswegen ist halt einfach nur noch so, dass es Zeit durcharbeiten ist, sag ich mal. Na komm, die 1,5 Millionen möchte ich gerne ausgeben, aber erst am nächsten Tag, wenn wir wieder ein bisschen katsching, katsching, Cash gemacht haben. Ein bisschen Cash gemacht. Was machen wir eigentlich so täglich? 120, ne? Guck mal, die Seiten sind hier gar nicht drin. Das ist verrückt. Okay. Na gut. So. 1,554 Millionen. Bum, bum, bum. 34%, Alter. Also, das waren jetzt 6%. Also 1,5 Millionen sind 6%. Das ist gut zu wissen. Also, ne, brauchen wir, wenn wir 1,5 Millionen, wenn wir 2 Stück haben, wenn wir 3 Millionen insgesamt haben, haben wir 12%. Und uns fehlen jetzt noch 66%. Haben wir 12%, sind wir bei 3 Millionen. Wenn wir das verdoppeln, sind wir bei 6 Millionen und bei 24%. Wenn wir das nochmal verdoppeln, okay, nicht verdoppeln, aber nochmal die 3 Millionen draufpacken, sind wir bei 6 Millionen und ich habe die Zahl davor vergessen. 36%. Und 36% haben wir schon fast geschafft. Das heißt, wir brauchen noch ca. 10 Millionen und dann sollte das unser sein. Wobei, können auch einfach davon ausrechnen, ne? Das sind 5 Millionen drauf, von 8 und 5 Millionen drauf sind wir bei 13. Na, das sind 15 Millionen, fertig. Okay, das wäre natürlich zu einfach. Tag überspringen, okay, wir haben wieder ganz viele Leute im Urlaub, das ist eigentlich gar nicht mal so bad, weil wenn die Leute im Urlaub sind, dann verdienen wir natürlich in dem Bereich, in der Zeit natürlich super viel Money. Was mich sehr freut. Dann können wir auch gleich wieder die ausgeben, ne? Zack. Ah, ich würde so 500 gerne ausgeben. Ah, okay. Wäre cool, wenn man hier noch so einen Button hätte, dass man irgendwie das hier anklicken kann, so Doppelklick, und dann könnte man reinschreiben, wie viel man insgesamt kaufen möchte. Das wäre auch noch ziemlich cool. Ah, komm, wir geben noch ein bisschen aus, weil die 37% hätte ich da schon gerne. Ja, komm, gib sie mir. Oh, gib. Gib. Ha. 37%, wunderbar. Das haben wir täglich? Immer noch 112. Das finde ich schade, dass die Seiten hier nicht mit reingerechnet werden. Das ist echt ein bisschen schade. Aber gut, ne? Ist halt so, können wir nichts dran ändern. Und ich würde gerne eigentlich mal alle meine Nachrichten hier löschen, ne? So. Oh. Okay, man sollte nicht mit dem Klick-Makro machen. Okay, Klick-Makro ist nicht gut bei diesem Spiel. Gut. Einfach mal alle Nachrichten löschen, weil das ist ja. Die einzigen Nachrichten, die wir wirklich so behalten haben, in Anführungsstrichen, ist eigentlich nur: hey, guck dir mal die neuen Bewertungen an, die momentan draußen sind. Mehr haben wir eigentlich nie behalten, ne? 72%, wunderbar. Wer sind wir hier? Ja, hier wollte ich auf 100 gehen. Wenn wir die 100 erreicht haben, gehen wir da auf jeden Fall dann in Kopf bei Quality rein. Da heißt noch 12%, die sollten eigentlich relativ schnell gehen, weil ihr seht ja, wie schnell das eigentlich geht. Und ja, ich meine, gut, ich könnte natürlich jetzt so hart cheaten und sagen, hey, komm, die Leute dürfen alle nicht mehr in Urlaub gehen. So, das werden wieder 3 Tage, die so sozusagen mit durcharbeiten und dann haben sie halt, sind sie halt immer happy und so, aber nee. Es soll ja schon irgendwo menschlich bleiben. Die Leute sollen ja auch schon, auch Urlaub und so haben. Aber die Leute sind halt schon so lange bei uns, dass sie mittlerweile einfach ihren Job richtig gut machen können. Deswegen sind die so schnell geworden. Weil die machen den Job, den sie machen seit halt schon über ein Jahr.
Und mittlerweile haben sie so die Kniffe raus und deswegen sind die so schnell geworden. Wisst ihr? Also, das ist gar kein Mod. Das sind einfach nur die Leute, die halt schnell geworden sind, weil sie mittlerweile halt Profis in dem Bereich sind, was die da machen. Ja, das ist nämlich die Sache. Weil wir haben die auf Experten, eigentlich sind die höher als Experten, die sind Tomperten. Und deswegen sind die so gut und schnell. Oh Mann. Also die Scheiße, die ich hier jetzt mal erzähle, ne? Wenn das irgendwer mal, ich weiß nicht. Passt auf keiner Kuhhaut, ne? Also alles das, was ich schon mal an Blödsinn erzählt habe. Aber gut. Ach ja, und all die Leute, die jetzt immer noch dran sind, obwohl ich nur hauptsächlich quatsche. Aber, ja, die immer noch dran sind. Soll ich euch mal eine lustige Sache erzählen? Und zwar hat YouTube ja das eingeführt, dass Leute Minimum 1000 Abonnenten haben müssen und in dem letzten Jahr 4000 Wiedergabezeit in Minuten haben mussten, damit sie weiter ein YouTube-Partner bleiben. Bei mir stand bis zum 20. Februar oben irgendwie bei meinem Dashboard. Ja, am 20. Februar werden die Leute rausgeschmissen. Ich denke mir so, okay. Ich meine, gut, ich verdiene ja noch nicht viel Geld oder so mit YouTube. Das ist ja eigentlich nichts, was ich da verdiene. Aber ja, ich dachte, ja gut, ne, du hast 2000 Abonnenten. Auch wenn halt bei Weitem nicht so viel zugucken und sowas. Weil, habe ich schon oft erklärt, ne. Und du hast die 4000 Videoaufrufzeit minutenmäßig. Habe ich auch letztes locker übertrieben, also locker geschafft vom letzten Jahr. Und dann denke ich so, okay, warum wird mir das oben angezeigt? Am 20. ist das halt nicht mehr so. Denke mir, okay. Ich dann nochmal nachgelesen, ja gut, eigentlich bin ich drin im Rahmen. Dann kam mein Netzwerk auf mich zu. Was heißt auf mich zu? Die haben mir einfach eine E-Mail geschrieben, wo auf mich zukommen die eh nicht mehr, die sind halt eh scheiße. So, sorry, dass ich das sagen muss, aber sobald ich irgendwelche Fragen oder sowas habe, ignorieren mich die halt einfach und ja, ob ich jetzt das Netzwerk habe oder peng. Interessiert kein Schwein. Ne? Ich wollte eh dieses Jahr, Ende dieses Jahr wäre die Frist gewesen, wo ich raus kann. Und für dahin habe ich auch gekündigt, das Netzwerk. Aber gut, dann haben die mich angeschrieben per E-Mail. Das war aber auch wahrscheinlich auch wieder so eine Standard-Auto-E-Mail, weil nichts anderes kriege ich von denen. Kam dann die Nachricht. Yo, wegen den Dingern, dein Kanal fällt ja leider nicht mit rein. Und deswegen müssen wir dich leider rausnehmen. Und ich denke mir so, ja gut, YouTube hat ja auch schon gesagt, dass ich da nicht reinfalle, warum auch immer. Eigentlich müsste ich mit reinfallen. Aber gut, nimm mich raus. Ich wollte eh da raus. So, und jetzt halt einfach so die Sache. Ich warte auf den 20. auf jeden Fall ab. Gucke, ob ich dann rausgeschmissen werde aus diesem Partnerprogramm. Dass ich halt keine Videos monetarisieren kann. Dass ich keine YouTube-Musik und sowas von benutzen kann von denen. Ich warte einfach ab, ob das dann wirklich so ist, dass ich da wirklich überall eingeschränkt werde. Weil an sich finde ich es nicht schlimm, wenn ich da eingeschränkt werden sollte. Einzige, wo ich schlimm fänden würde, wenn ich eingeschränkt werde, ist in die Minutenzeit, die ich hochladen darf. An Videolänge. Und dass ich an die Thumbnails, dass ich keine eigenen Thumbnails machen kann. Und das fände ich ein bisschen schlimm, wenn ich da eingeschränkt werden würde. Und dann werde ich einfach gucken, wenn ich wirklich raus bin, werde ich einfach mich nochmal bewerben und sagen, ey yo, wie sieht's aus? Ich habe eigentlich genug Abonnenten. Und die Videozeit in Minuten habe ich auch gehabt. Warum bin ich raus? Einfach mal ganz blöd nachfragen. Problem ist, ich glaube, bei YouTube hast du supportmäßig nur englischen Support. Und da ist das große Manko bei mir natürlich, dass mein Englisch so gut ist, wie das von einer Kokosnuss. Ja. Mhm. Das ist halt dann das Problem. Uns fehlen davon ein paar. Warum fehlen uns davon welche? Okay, wir posieren den ganzen Scheiß mal gerade. Du. Hä? Du machst die Teile, ne? Du machst die Systemdinger. Ja, du machst mal jetzt demnächst die Dinger einfach mal mit. Ja, let's go. So. Ja, und so halt die Geschichte, ne? Das ist eigentlich relativ lustig, weil eigentlich bin ich halt in dem Rahmen drin, wie es sein muss, dass du YouTube-Partnerin bist und bleibst. Aber anscheinend doch nicht. Das ist halt super weird. Ich meine, ich könnte euch das auch zeigen. Wobei, ihr könnt eigentlich, ich glaube, auf Social Blade kann man auch nachgucken,
Ich meine, gut, mein Kanal ist jetzt nicht so abendberaubend gut gerankt und sowas allgemein, ich weiß. Aber auf Social Blade könnt ihr, glaube ich, auch noch nachgucken, wie das ist, so insgesamt die Videoaufrufe der, oder vom letzten Jahr oder irgendwie sowas. Ich glaube, da kann man auch so ein paar Statistiken nachgucken. Dann könnt ihr einfach da nachgucken, dann würdet ihr ja sehen, dass ich da eigentlich im Rahmen bin, falls euch sowas interessiert, aber ja, deswegen, das wunderte mich auf jeden Fall sehr stark. Aber ja gut, kannst halt nichts gegen machen, ne? Ist halt nun mal so. So. Ja, das können wir locker ausgeben. Jetzt kommen wir von 37% auf 41. Also bald gehört uns 50% der Firma, was schon ziemlich, ziemlich nice ist. Leider machen wir echt nur am Tag halt die 120.000 plus. Aber gut. Ja, die machen damit auch gut. Die kaufen wir laufen und LTFP sind so ein bisschen sich am Hin und Her streiten. Wer da auf Platz 1 gehört von den beiden, beziehungsweise im letzten Platz. Vom preislichen her, aber gut. Und ja, hier haben wir bald die 100% erreicht. Das freut mich dann natürlich. Das ist die Startseite. Ne, wir hatten die Startseite noch nie auf 100% irgendwo, oder? Ne, 70% war immer so das Maximum, wo ich hin drauf gearbeitet habe. 100% wäre natürlich schon ziemlich over the top. Wäre halt super nice. Und ja, da will ich auf jeden Fall hin. Dass wir dann die 100% da haben. Dann auf jeden Fall Quality hochdrehen, dass wir noch mehr Leute haben können. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Nonplusultra. Dann würde ich die Seite nämlich upgraden gegen diese hier. Weil die jetzt ja schon wesentlich besser ist. Und dann würde ich die einfach erstmal in, keine Ahnung, sie kaufen, wir laufen oder so mit reinpacken. Oder in LTFP oder so, ich weiß nicht genau. Aber ja. Wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir eine Seite, in dem Fall wahrscheinlich Community, auf die Position 1 bringen werden. Das ist so der Plan. Und halt, wie gesagt, dann noch uns eine Seite kaufen. Also komplett selber eine Seite hier bei den Mitwerbern hier so leer kaufen sozusagen. Indem wir da die ganzen Prozente uns snacken. Und uns dann im Endeffekt die Seite gehört. Das ist halt der Plan. Weil wir das beides geschafft haben. Dann würde ich auch auf diese Cheater-Methoden gehen und dann hier halt nochmal welche eine von den Plattformen mit reinbauen oder beide oder so, wo wir richtig viel Money machen können, womit wir dann Cheater-mäßig sozusagen die ganzen Gewerbe leer kaufen können. Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn wir echt einfach komplett alles leer kaufen können und dann wirklich einfach alles uns gehört. Das wäre schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, ich möchte erstmal so gut wie es geht oder so Money-Cheat-mäßig vorankommen. Was wir jetzt ja eigentlich drin haben, sind ja nur Zeit-Cheats und das ist für mich persönlich ganz okay. Also ich kann das vertreten, ich kann das verkraften und deswegen benutze ich das auch so. Und ja, das ist das Problem. Jetzt sind wir eigentlich wirklich dabei, dass das Spiel eigentlich nur noch ein Laberspiel ist für uns alle. Also ich erzähle euch halt einfach irgendwas und irgendwelche Stories, die mir einfallen. Die vielleicht auch interessant sein könnten, meiner Meinung nach. Und wir warten einfach wirklich drauf, dass wir die Seiten upgraden, was halt ein bisschen mau ist. Aber ja, ihr feiert halt immer noch das Projekt. Ich weiß auch nicht, warum ihr das so krass feiert. Also, mein besten Willen nicht, ich weiß nicht. Also klar, mir macht das Spiel selber auch Spaß. Aber ich weiß nicht, warum ihr das so krass feiert. So, ich weiß nicht, ich habe Evolin 2, fand ich auch mega geil. Kann ich gut verstehen, dass vielleicht der eine oder andere nicht mögen, weil ich da Sachen vorlese und ich kann nicht lesen. Okay. Aber warum feiert ihr dieses Spiel hier so? Ich verstehe es halt einfach nicht so wirklich. Ich meine, mich freut's, aber ich verstehe es nicht wirklich. Das ist halt echt ein bisschen weird. Aber, na gut, ist halt so, ne? Ich muss damit halt leben. Ich find's trotzdem weird. Warum? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, warum mögt ihr dieses Spiel so sehr? Warum guckt ihr das gerne? Also, ihr könnt natürlich auch sagen, so, keine Ahnung, ich guck's halt einfach, weil ich weiß, es ist spannend oder so, ich weiß nicht. Wenn ihr das auch nicht genau wisst, ist okay, aber sagt mir das einfach mal, wenn ihr das genau wisst. Oder wenn ihr es auch selber nicht genau wisst, sagt ihr einfach so, ja, keine Ahnung, ich guck's halt einfach gerne. So, weiß nicht. Aber mich würde das halt echt interessieren, warum guckt ihr dieses Projekt so gerne? Warum? Für mich selber geht das einfach nicht in meinen Kopf.
Das ist halt ein bisschen weird. Und wenn ich weiß, warum ihr das so gerne guckt, dann können wir natürlich auch in der Hinsicht auch noch andere Spiele gerne spielen. Weil, klar, es müssen natürlich in erster Hinsicht müssen das Spiele sein, die ich selber gerne spiele. Beziehungsweise, wo ich selber Bock drauf habe. Weil wenn ich jetzt irgendein Spiel spiele, wo ich selber keinen Bock drauf habe, bringt das nichts. Weil dann habt ihr wahrscheinlich auch keinen Bock zum Zugucken, weil ich dann auch sehr demotivierend an die Sache gehe. Und, ja. Nö. Das ist eine Sache. Also ihr könnt jederzeit mir gerne noch irgendwelche Spielevorschläge schreiben oder per YouTube-Nachricht schicken oder per was weiß ich was schicken. Und wenn ihr sagt, hey, das Spiel sieht interessant aus, guck das mal an, vielleicht wäre das was für dich. Und ich möchte das irgendwie bei dir sehen oder so. Das ist okay. Ich bin offen für alles so. Ich bin einer der Menschen, der genremäßig eigentlich so gut wie alles spielt. Bis auf Horror. Horror muss nicht unbedingt sein. Ich meine, ich würde es auch spielen. Aber sowas wie Outlast würde ich nicht alleine durchspielen. Also ich werde es nicht. Ich werde es vielleicht sowas. Horrorspiele kann ich vielleicht anzocken oder so. Oder allgemein so ein bisschen gucken. Aber ich weiß, dass ich bei Horrorspielen halt super Panik und so kriege. Und es kann sein, dass wenn wir Horrorspiele spielen, dass ich die abbrechen werde. Ganz einfach. Ich werde sie vielleicht abbrechen. Weil ich wirklich Angst habe. Und wenn ich irgendwann merke, das ist zu viel für mich, ich kann nicht mehr, werde ich sowas abbrechen. Aber ansonsten könnt ihr mir gerne einfach alles schreiben. So. Ich würde auch gerne, ich kann die auch antesten, ist gar kein Problem und so. Ja, müsst ihr halt euch einfach melden. Ne? Soweit, so gut. So. Wir haben hier bald die 100% erreicht, was super nice ist. Können wir danach auf Efficiency gehen. Quality, nicht Efficiency. Efficiency sind wir ja bei. Und ja, jetzt stellen wir euch mal vor, wir hätten das jetzt nicht auf dieser Geschwindigkeit, ne? Wie wir es jetzt gerade haben. Also, ne? Dann hätten wir ganz schön sehr lange darauf jetzt gewartet, dass wir das alles soweit bekommen. Auf jeden Fall können wir demnächst hier auch nochmal ordentlich eincashen. Für fast wieder 1 Million. Na gut, wir können natürlich auch sagen, hey, wir sparen 2,4 Millionen für jede Webseite und holen uns dafür das Webhost-Upgrade. Was uns aber nicht so viel bringt, weil wir erstmal mehr Leute haben müssen für die Seiten. Ich glaube, ich würde lieber Server einbauen, als dieses Webhosting so krass aufzuholen erstmal. Weil ich glaube, Server sind im Endeffekt günstiger als das Webhosting so viel. So, bam, von 42,7 auf 46, wir haben bald 50% der Firma, beziehungsweise der Webseite. Das wäre cool, wenn man ab 50% das übernehmen könnte, oder Antrag stellen könnte, das wäre ziemlich nett. Und hier haben wir nur noch 3%, Leute, also heute werden wir, beziehungsweise am Tag, 549 werden wir auf jeden Fall noch ein Upgrade reinkriegen. Und dann werden wir wahrscheinlich jeden Tag einfach noch ein Upgrade reinkriegen, denke ich mal. Könnte ich mir gut vorstellen. Wobei, jetzt fängt die Urlaubsphase an, ne? Jetzt fängt die Urlaubsphase an. Und die meisten sind schon wieder da. Ich würde sagen, so bei Tag 554 haben wir die 100%. 554, denke ich mal. 555 wäre natürlich cooler. Aber bei 555 wird es doch, denke ich, sein, ja. 555. Der Tag 555 wird sein, dass wir 100% Efficiency auf der Startseite im Expertenmodus, auf der Expertenstufe haben. Und ja, das wäre natürlich schon ziemlich nice. Müssen wir dann mal ein bisschen abwarten. Und danach gehen wir da auf Quality hoch. Und wenn wir Quality auch ein bisschen hoch haben, dann bauen wir die in die Community und dann machen wir da richtig fat money. Weil dann kommt das, was wir momentan bei der Community drin haben, in einen anderen, auf eine andere Webseite drauf. Und dann haben wir einmal den Einkommen von der Community. Und dann noch zusätzlich ein Einkommen von, ich weiß nicht, wie 4 Milliarden Ionen.
Also die 136.000 einmal am Tag. Und dann natürlich noch, ich weiß nicht, wie viel wir dann durch diese Startseite zusätzlich dazu bekommen. Beziehungsweise wie viele potenzielle Nutzer wir dadurch zusätzlich generieren können. Wobei ich ja eigentlich auch voll auf Quality gehen kann, dass ich mehr Leute haben kann auf den Seiten, weil ich kann mir einfach ja ohne Ende Server holen. Und ich kann ja auch die letzten Server ja einfach holen, ne? Das wäre vielleicht echt gar nicht so bad. So rein theoretisch. Dann bleibst du mal einfach bei 80% stehen. Bei der Bezahlmethode. Und machst einfach mal Quality, ne? Dann machst du einfach mal die Quality hoch hier. Boom. 10 Quality und das geht hoch. Zack und 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 zack. Das ist halt schon ziemlich nice, dass es so schnell geht, ne? So, wie weit bist du? Okay, ich habe mich vielleicht leicht verkalkuliert und wir werden das heute nicht schaffen am Tag 555. Aber ja, wir brauchen noch 2 Tage, denke ich. Oder? Ja. Ich denke mal, so in 2 Tagen werden wir die Effizienz hoch haben. Ja, komm, 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 komm. Und wenn wir 1 Million haben, werden wir wieder 1 Million in das Investment stecken. Und beziehungsweise, wenn wir 1 Million haben, werden wir aufs Investment gehen, die 1 Million reinstecken, sozusagen in Anführungsstrichen noch nicht ganz, aber wir werden schon mal andeuten. Und wenn wir den nächsten Tag haben, haben wir wieder ein bisschen Plus und dann, hey, wir zöhnen. Dann ist zöhnen, ja. Dann ist halt wirklich zöhnen. Danach machen wir am besten Quality hoch. Und die sollte wesentlich schneller dann erstmal hochballern. Hoffe ich. Ich werde das heute auch noch nicht schaffen, ne? Krass. Krass, oder? Ganz knapp? Oh ja, ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Egal, kann ich ja eh laufen lassen. Weil, bis wir die Quality noch ein, die Effizienz noch ein höher machen können, so schnell bin ich dann doch schon, dass ich hier wechseln kann auf Quality. Quality. Wunderbar. Wir haben wieder 1 Milliarde auf Tasche. Zack. Und dann können wir uns gleich mal richtig fett hier diese Seite gönnen. Marktanteil nur noch 3%, das heißt, wir sind schon wieder ein bisschen gedroppt. Weil es ganz okay ist, würde ich sagen. Also kriegen wir auch weniger Geld und so. Also wäre echt cool, wenn wir die Seite komplett übernehmen können und dann wir die Seite auch noch rechts aufgelistet haben und dann haben wir die. Also ist das unser. Zack. Oh, das war knapp. Ich habe bevor der nächste Tag war die ganze Scheiße gekauft. Hätte natürlich böse enden können, dass wir vielleicht bankrott gehen damit jetzt. Okay, jetzt habe ich echt gerade ein bisschen bisschen Herzklopfen gehabt, ey. Ein bisschen Herzklopfen. Eigentlich meist in Einkaufsplattformen, ne? Bei Amazone. Gut, dass das nicht Amazon ist, ne? So. Das ist wahrscheinlich hier. Hitbox, ne? Ja, Punchbox, Hitbox, genau. Kavitic. Könnte vom Logo her Twitter sein, ne? Schaust du? Nee. Jitter ist Twitter, okay. Ja, Friends with Facebook. Readit ist wahrscheinlich Reddit. Nee, das ist Twitch. Hitbox. Amazon. Ebays. Ebay, genau. Alitada. Kenne ich nicht. Ich wüsste auch nicht, wovon das abgedingselt ist. The Tube ist natürlich klar, YouTube. Also von You auf so einfach. Daily Movement. Dachte mir auch nichts. Also wüsste ich auch nicht, wovon das abstammt sozusagen. Daily Movement. Keine Ahnung. Und Vileo. Weiß ich auch nicht. Vileo, wie hieß denn die Seite, die vor kurzem, also vor kurzem, aber die down gegangen ist?
Könnte die nämlich sein. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Wie hieß die denn? Whitney. Whitney, genau. Leo. Könnte vielleicht Whitney sein. Oder Daily Movement. Ich weiß nicht, was Daily Movement sein könnte. Sagt mir auf jeden Fall nichts wirklich. Die beiden sich unten kloppen, Alter. Ich hab mehr, ne? Ich hab mehr, ne? Ich hab mehr. TomTube steht da so ganz stabil und denkt so. Ja, macht was ihr wollt. Alter, wir haben sogar noch eine Seite geholt. Das ist nice. Das ist halt echt ziemlich nice. Oh, wir haben natürlich ein bisschen Bewerbung gedönt hier. Hey, guck dir meine Seiten an. Hey, da hat sich ein bisschen was verändert. Guck das mal an so. Übersehen. Oh, 300% mittlerweile. Wie sieht es hier eigentlich aus? Nein, dich wollte ich nicht. Dich hier. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber es sind halt immer noch diese Zahnräder und die Zahnräder sind das Problem, dass die uns fehlen. Ja. Gut, ne? Habe ich gut erkannt, würde ich sagen. So, wie sieht das dann aus hier? Ich weiß nicht, ich würde halt eigentlich gerne so hoch pushen, dass das wieder teuer wird hier, ne? Dass das halt teuer wird, aber das ist halt so, es kostet halt nichts. Wir machen halt mehr als was wir verbrauchen, ne? Das bleibt auch bei dem Preis. Ist das real? Ja, dann du hier. Quality. Hey, let's go. Wenn das bei dem Preis bleibt, dann können wir auch mal ein bisschen krasser das hochpushen, die Quality hier, ne? Gut, dann werden uns die Dinger halt irgendwann wieder fehlen, die hier. Aber das bleibt bei dem Preis. Also, das wusste ich nicht. Das wird auch noch eine Zeit teurer. Ich dachte, das wird auch teurer. Was ist mit dir hier eigentlich? Was fehlt dir denn? Ach, dir hier, das ist mir egal. Ja, wir haben natürlich auch zwei Leute, die machen, ne? Und da waren aber mittlerweile viel zu viele. Du hier, wenn du fertig bist, machst du danach bitte Backup-Module, würde ich sagen. So. Haben wir mehr als genug von, dass wir da sein können. Wir brauchen da wieder welche. Jo. Hau da mal ein paar rein, weil da brauchen wir echt nur einen von. Ja, mittlerweile haben wir da mehr als genug von. Ey. Warum habe ich da eh so viele von gemacht? Ich weiß es nicht. Stufe 20, herzlichen Glückwunsch. Du hast nichts dafür bekommen. Das ist halt echt immer ein bisschen schade, dass wir da leveln und leveln und leveln und es einfach nichts mehr gibt. Ah, Stufe 20 ist Maximum. Ja gut, dann wissen wir jetzt auch schon, was die maximale Firma-Stufe ist. Stufe 20. Ja gut, ne? Kann man ja mal haben. So, guck mal, Alter, das geht so schnell, wenn wir da zwei Leute für drin haben. Ja gut, und finden natürlich gleich eventuell die Dinger. Aber überlegt mal den Unterschied, ne? Wie viel wir da jetzt schon reinkriegen in die Community, Mann. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Das wird echt super nice, ne? Weil wenn wir da nicht mehr so viel haben, gehen wir dann auch wieder auf Bezahlsystem. Und hier machst du dann bitte auch die Quality hoch. Oder wir gucken mal andere Sachen, wo wir auch noch eventuell die Quality ein bisschen erhöhen können. Jo mei, und Quality ein bisschen erhöhen. Das kann man ja mal machen, ne? Das kann man ja mal. Ich glaube, ab 1000 hauen wir dann die Seite rein. Und dann weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste man die echt komplett upgraden, bevor man die irgendwo reinhauen, ne? Eigentlich schon. So, dann macht die mal, bis sie pleite ist sozusagen, bis wir von den Dingern nichts mehr herstellen. Dann machen wir hier ein Login-System. Auch nochmal die Quality hoch. Und dann gucken wir, wie viele Leute wir dann zusätzlich noch reinbekommen in die Community. Oder ist 1000 vielleicht doch ein bisschen zu viel? Könnte natürlich auch ein bisschen zu lange dauern, bis wir auf 1000 kommen, ne? Das könnte ein bisschen lange dauern. Ich würde echt gerne viele Leute haben in der Community, dass wir da Platz 1 kommen irgendwann.
Ich glaube, ich werde als nächstes erstmal nur auf Quality gehen, überall. Dass wir da ein bisschen reinpushen. Weil gegenhalten können wir ja mit mehr Servern. Denke ich mal. Also hoffe ich mal, dass wir das können damit. Wäre auf jeden Fall so mein Plan und mein Ziel. Wäre natürlich cool, wenn es aufgeht. Wobei, Login kann ich gar nicht machen, glaube ich, ne? Weil da brauchen wir auch die Teile für. Können aber auch Bezahlsystem. Ich meine, da sind wir eh dabei, dass wir hier die Efficiency haben wir schon 80%. Danach kommt ein bisschen auf Quality gehen. So. Ich möchte einmal, dass gesagt wird, nee, ich kann nicht mehr arbeiten. Das wäre dann super nice, weil dann haben wir die auf jeden Fall schnellstmöglich aufgebraucht, die Teile. Was das halt schon auch ziemlich nice ist dann so, ne? Eigentlich ist das voll clever, wenn wir erst in Quality reingehen ohne Ende, weil das bleibt auf dem Preis ja gleich. Und wenn wir das dann so haben, dass wir Plus machen, also dass wir mehr bekommen, als wir brauchen für die Quality, dann können wir danach halt ohne Probleme dann in die Effizienz reingehen, ne? Ein Toilette würde das Sinn ergeben sogar. Also es ist schlau. Ne? Okay, wir haben davon 1000. Warum haben wir denn nur 1000 direkt? Haben wir keinen mehr, wer die Karten macht? Erstmal ohne Spaß. Ich pausiere mal, sonst haben wir gleich eh keine Karten mehr. Du machst die Karten. I don't know. I don't fucking know. Okay, wir haben ja 500.000 Stecker über. Die du machst, ne? Genau. Dann, gehst du halt mit auf die Karten oder so? Ich weiß nicht. Ja, Karten eigentlich mitnehmen. Backup sollten wir eigentlich schnell genug ranbekommen. Oder? Ne, warte, du brauchst für die Karten auch Backup, ne? Ja, müssen wir gucken. Aber Backup sieht noch aus, als wenn wir Plus Minus machen, ne? Alles gut, das ist gut. Oder nicht? Hatten wir eben nicht mehr als 900? Ja, aber gut, das sind natürlich auch jetzt schon welche fertig mitarbeiten, ne? Das kann daran vielleicht liegen. Also solange wir über 900 bleiben, ist eigentlich ganz okay. Ja gut, also guck, morgen sind da schon welche da, die arbeiten und deswegen ist das jetzt schon wieder direkt hoch und so. Ja gut, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz okay. Das ist halt so geil, dass es einfach konstant das bleibt und die Kosten nur hat. Hätte ich das mal eher gewusst, ne? Ja, aber gut, ne? Sollte man eventuell mal wissen und sich durchlesen oder so. Das heißt durchlesen, ich kann ja nicht durchlesen, da steht ja nichts, ne? Aber hätte man auch mal vorher probieren können. Ja gut. Dann ist das halt so, ne? So, 1000 bauen wir es ein, Leute, ne? Wir werden die 1000 noch heute voll machen. Dauert auch einen Moment, ne? Würde ich einfach sagen, wir hauen hier mal eben kurz einen Zeitraffer rein, bis wir bei Quality 1000 sind. Dann werden wir die in die Community reinhauen und gucken, wie viel wir mehr Member dazu bekommen können. Also, Zeitraffer, los geht's! So,
Wir haben die 1000 erreicht. Ich habe ja die andere auch nochmal gesagt, die soll auch mitmachen. Wir sind wieder auf die Quality. Und die Dame hier oben, du machst... Ich weiß nicht, wir können eigentlich die Quality auch höher ballern wieder, ne? Ne, wir machen einfach mal, du machst einfach hier irgendwo eine Quality einfach erhöhen. Das heißt, in der Community werden wir nun den Expertenmodus reinpacken. Dann kommt in... TomTube hat mit am meisten, ne? Genau. Du hast auch eine gute Startseite gehabt. Du kriegst die. Könnten die eigentlich auch hochpushen, ne? Lass uns das mal machen. Wir sagen hier, die Dame, du machst das hier mal hoch. Ja. Genau. Und dann gucken wir mal rein. What the fuck? Und ich habe gesehen, wir haben davon ein paar viel übertriebene gehabt, ne? Also, machen das hier, pushen wir hoch. Das hier wird hochgepusht. Und das hier auch. Also, mehr Marketing können wir nicht machen in der Community. Ich bin gespannt, wie viel das jetzt bringt. Ja, wir können jetzt 49 Millionen hier drin haben. Also, it's not bad. Ich denke mal, die Server müssen wir dann auch noch upgraden. Also, mit so viel Plus habe ich nicht unbedingt mehr gerechnet. Und in TomTube, wie viel können wir da jetzt haben? 4 Millionen, ja, nice. Da müssen wir aber eventuell in den Hosting dann noch mal ein bisschen reinballern. Was hat die Community denn jetzt vorher gehabt, ne? Wie viel Hosting? Also, wir hätten wahrscheinlich eh zu viel. 20, ne? Dann können wir eigentlich den TomTube auch mal sagen, hier, du kriegst auch das beste Netzwerk, was wir momentan machen können. Das hier, die Forscher sind auch schon fertig, aber die können ja nichts anderes wirklich mehr forschen. Weil die hatten immer das, ne? Dann nehmen wir doch mal das Netzwerk hier einfach mal. Einfach nur, weil die das immer hatten. Und dann kriegen die natürlich auch nochmal ein paar extra Server hier. Stocken wir auch mal auf 20 auf. Komm, wir haben gesamt 150.000, ne? Wir können aber auf 3 Millionen hochgehen. Müssen hier wahrscheinlich dann auch erhöhen. Irgendwann, denke ich mal. Jetzt wahrscheinlich noch nicht unbedingt. Aber ja, wir machen jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr Plus. 114, das steigert sich natürlich jetzt langsam oder sicher. Dann können wir hier eigentlich auch mal im Marketing nochmal reinhauen. Zack. Zack. Weiß nicht, ob wir hier auch komplett voll nochmal ballern können. Ne, dafür hören uns die Schriftdinger. Ja, die 400 sind aber eigentlich recht schnell zu erreichen. Stellen wir nochmal eben alle ein, dass die die Schriftteile machen. Du machst die eh, dann machst du die auch nochmal. Du lernst die auch noch gerade. Das ist ja Peanuts, diese Teile jetzt zu erlernen, ne? Das ist ja echt gar nichts mehr. So, einmal vollballern und gucken, wie lange das benötigt. Also ich denke mal nicht so lange. Die 400 sollten wir schnell zusammenkriegen. 150.000 machen wir mittlerweile mit Community, Mann. Voll geil, wir machen jetzt richtig Money. Freut mich auf jeden Fall. Oh, die Ping geht aber hier überall hoch. Müssen wir eventuell doch ein bisschen was anderes upgraden noch. Komm, gib mir die 400.000 von den Textdingern. Und dann können die eh wieder passiv, also nebenbei generieren. Weil dann bis zum nächsten Marketing, denke ich, dauert das wieder ein bisschen, bis wir da wieder ein bisschen reinhauen müssen. Und dann sollten wir auch genug haben, dass wir dann nochmal, wenn wir dann nochmal ein großes, nochmal eine große Seite eröffnen. Wie zum Beispiel diese, in Anführungsstrichen, Cheater-Seiten, sag ich mal, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Wenn wir die eröffnen, dann werden wir dafür, denke ich, auch wieder genug zusammen haben. Das sollte denn nicht das große Problem sein. Zack. Dann machst du die wieder. Du warst eh dabei, ne? Und dann machst du die wieder. Wunderbärchen. Das heißt, wir können jetzt echt mega viele Leute hier haben. So, weil der Tag eh bald um ist. Guck mal, wie weit wir da hoch donnern mittlerweile. Machen wir einmal das hier. Und am nächsten Tag holen wir uns dann für die 1,7 Millionen nochmal 30.000 Aktien, Mann. Und dann haben wir bald die 2 Millionen Aktien dafür. Richtig geil. Zack. Jupp. 2,2 Millionen Aktien, uns gehört schon fast 60% der Firma. Wunderbar. Beziehungsweise nicht von der Firma, von der Seite. Und wir machen täglich halt jetzt mehr Plus und so. Richtig nice, was wir am Geld machen. Und ja. Hey, das war das letzte irgendwie nicht mehr drin, oder?
Oder irre ich mich da? Egal. Ja gut, ne? Die sind halt untätig. Das Einzige, was ich denen noch sagen kann, ist, die können das hier erforschen. Aber wenn das zwei Leute machen, die erforschen halt so schnell, das bringt eigentlich gar nicht so viel. Aber gut, damit die nicht keine Langeweile haben, machen die das. Die hier ist auch kräftig dabei, das weiterzuentwickeln. Und dann haben wir davon auch bald mehr als genug. Und ja, ist halt jetzt so die Sache. Also ich denke mal, ich werde nochmal einen großen Zeitraffer-Part machen, wo ich einfach viel durchlaufen lasse. Und dann haben wir hoffentlich demnächst dann irgendwann so viel, dass wir dann uns die eine Seite einfach so kaufen können nochmal. Und die ganzen Seiten so upgraden. Und ja, ist halt, einzige teure ist halt wirklich die Effizienz. Aber Effizienz sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich meine, wir haben hier eh noch genug Kapazitäten. Zur Not holen wir jetzt einfach noch ein paar große Server. Wir haben mittlerweile echt so viel von dem Zeug über sozusagen. Klar, das macht natürlich auch viel aus, dass wir wesentlich mehr produzieren durch den einen Mod. Aber wie gesagt, das ist einfach nur Zeitersparnis und so. Aber das sollte kein Problem sein. Wir machen fast 200.000 mit der Terminity-Seite, Alter. Das ist halt echt super geil. Das ist halt wirklich super geil. Wir machen fast 200.000 am Tag plus. Das heißt, wir können uns demnächst dann wirklich irgendwann die eine Seite vielleicht komplett kaufen. Wie gesagt, das interessiert mich, ob man das wirklich komplett kaufen kann. Wir können halt wirklich unter die Top 5 kommen mit Terminity, dadurch, dass wir diese upgrade haben. Was schon mal super nice ist. Und können wir hier... Ja, eigentlich auch Bezahlsystem, haben wir das ja auch drin? Nö, dann müssen wir halt gucken, dann machen wir halt, keine Ahnung, machen wir hier halt nächstes noch die, das Login-System, die Effizienz halt hoch hier irgendwie richtig hochballern. Oder, wenn wir die Startseite, die eine hier hochgehauen haben, dass wir da 3-4 oder so haben, dann können wir die wieder hochballern, dass wir die komplett hochsetzen. Und dann haben wir 100% Efficiency hier 6900 von der Quality und dann haben wir, glaube ich, mehr als genug, dass wir damit Platz 1 kommen können. Und ja, soweit der Plan. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich nochmal eine große Zeitraffer-Folge geben, wo ich so, keine Ahnung, schön oder so das Spiel laufen lasse und dann das in Zeitraffer packe oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Und ja, soweit der Plan, soweit die Sachen. Wir gehen immer noch einmal hier drauf, dass wir da nochmal alles ausgeben. Und dann werden wir beim nächsten Tag sozusagen Schluss machen. So wie ihr das gewohnt seid, dass wir... Sozusagen ist das der letzte Tag. Machen hier uns nochmal was gönnen. 62% der Firma gehört uns schon. Und damit würde ich einfach sagen, falls euch der Part heute gefallen hat, dann würde ich mich über Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Tom. Ciao, ciao und bye, bye.